EA hat Manuel Neuer einfach zum Stürmer gemacht. Und der Kerl hat auch noch 5 Sterne Skills bekommen. EA, ihr seid ja wirklich verrückt. Boom, Freunde. Neuer ist im Team, aber er braucht jetzt noch Mitspieler. Darum drehen wir jetzt das Glücksrad, um die restliche Startelf noch zu füllen. Und dann gehen wir in ein alles entscheidendes Spiel. Aber Achtung, jeder meiner Spieler, der in diesem Spiel ein Matchrating von unter 6,5 hat, wird am Ende discarded. Aber wir drehen als erstes jetzt mal das Glücksrad, um die Formation zu bestimmen. Und das wird heute ein 4-1-3-2. Also dann, das ist hier die Formation und Manuel Neuer bekommt nachher noch einen Partner im Sturm. Aber ganz ehrlich, als ob die Karte noch einen Partner im Sturm brauchen würde. 96 Schuss, 97 Abschluss, 90 Weitschuss. Junge, der Kerl ist einfach der komplette Stürmer. Ja, das ist richtig. Aber weil Manuel Neuer im Real Life ja Torhüter ist, hätte ich gesagt, fangen wir auch mit der Torhüter-Position an. Und was sagt das Glücksrad jetzt? Kommt bitte irgendwas Gutes und es wird der Random Pick. Wir gehen also auf den Transfermarkt, holen uns von dort einen Torhüter im Bereich 10.000 bis 250.000 Münzen. Ich mache die Augen zu und wähle jetzt einfach einen random Spieler. Wir gehen hier 1, 2, 3, keine Ahnung, wir sind hier irgendwo auf der 6., 7. Seite und ich sage, den Spieler, den nehmen wir und das ist ein 74er Herrera. Bruder, muss los. Ja, moin, und EA will mich komplett hops nehmen und schickt mir hier noch Informationen, wie der Transfermarkt funktioniert. Ja, die wissen, was ich mache. Das ist absolut bodenlos. Freunde, ich habe gerade bemerkt, der Torwart heißt Guido Herrera, aber Guido Burgstaller, der wäre mir einiges lieber. Absolute Legende, der Kerl. Aber gut, wir ballern uns Guido Herrera für 750 Münzen. Boom, Kollege. Rein deins Tor. Ja, super, und jetzt haben wir den kuriosen Fall, dass unser Torhüter schlechter im Tor ist als unser Stürmer vermutlich. Aber gut, das ist ein ganz eigener Hase. Wir machen jetzt aber weiter mit unserem Rechtsverteidiger. Und dazu drehen wir wieder das Glücksrad und dieses Mal könnte es prickelnd werden, denn es landet auf Weltmeister und wir dürfen uns einen Weltmeister auswählen. Oh, Freunde, und da gibt es natürlich einige knusprige Optionen. Zum Beispiel den 93er Cafu oder auch den 93er Philipp Lahm natürlich. Aber wisst ihr was? Wir nehmen jemanden, den ihr nicht am Zettel habt, nämlich Nahuel Molina. Den habe ich im Verein und der wurde ja dieses Jahr mit Argentinien Weltmeister. Puh, und ich merke gerade, Molina und unser Torwart Herrera, die bekommen ja sogar Chemie zusammen. Das ist ja eine feine Sache. Und dann hätte ich gesagt, springen wir jetzt zum ersten Innenverteidiger und jetzt wieder aufs Glücksrad und dieses Mal, komm, dreh dich, Hero, oder es wird der Ex-Teamkollege. So gucken wir, mit wem hat Neuer die meisten Spiele zusammen gemacht. Thomas Müller. Jerome Boateng wäre natürlich für die Innenverteidigung schon top, aber ich sehe hier einen David Alaba und der spielt ja aktuell bei Real Madrid. Also, ein Ex-Teamkollege von Manuel Neuer. Und weil ich noch knapp 4,5 Millionen Münzen habe, gönnen wir uns jetzt den 92er David Alaba Champions League für die Innenverteidigung. Boom, rein da, mein österreichischer Bruder. Und jetzt sieht die Mannschaft gut aus. 2,92er in der Defensive, ein 94er im Sturm und den 74er im Tor. Ja, den ignorieren wir einfach. Ich hätte gesagt, wir widmen uns jetzt auch dem zweiten Innenverteidiger. Und wir gehen wieder zum Glücksrad. Bitte gönn irgendwas Gutes, einen Totti oder eine Team of the Season oder irgend sowas in die Richtung. Oh, nee. Es wird ein Torhüter. Wir müssen mit einem Torwart eine Innenverteidigung spielen. Das muss man erstmal realisieren. Und Freunde, ich habe gerade überlegt, wir könnten Guillermo Ochoa als Shapeshifter für die Innenverteidigung holen, denn der ist ja eigentlich streng genommen Torwart. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen geschummelt. Und weil ich natürlich nicht schummeln will, nehme ich die zweitbeste Option für die Innenverteidigung. Ein Team of the Year, Thibaut Courtois, denn der ist 1,99 Meter groß. Also zack, Thibaut, halt deinen Kasten da hinten mit dem David Alaba bitte sauber. Und dann geht's auch schon zum Linksverteidiger und wir komplettieren die Defensive. Und die Defensive wird natürlich nicht von mir fertiggestellt, sondern vom Glücksrad. Und worauf landet es? Das sieht mir nach der gleichen Nation aus. Das heißt, ein deutscher Linksverteidiger für uns, Freunde. Und wie passend, dass ich dafür direkt im perfekten Spieler im Verein hab. Kugland mit einem 51er Rating. Nee, das war natürlich nur ein Spaß, Freunde. Sorry, aber der Kerl, der geht straight wieder in den Verein. Aber ganz ehrlich, ein kurzer Blick auf den Transfermarkt zeigt, so viele gute deutsche Linksverteidiger, die gibt's eigentlich gar nicht. Na, Sekunde, sagte er kurz bevor er den 95er Klostermann Shapeshifter entdeckte. Junge, was ist denn hier los? Ja, holla die Waldfee, bin ich denn verrückt? 95er Karte, jeder Stat über 90, außer Schießen. Aber das braucht er als Verteidiger auch nicht. Was ist denn das für eine geisteskranke Korde? Keine Ahnung. Aber Freunde, ich habe trotzdem einen anderen Spieler im Sinn. Vorhin bei der Rechtsverteidigung haben wir ihn uns nicht geholt. Jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen für Philipp Lahm. Boom, zack, Fipsi, rein da in die Linksverteidigung. Und ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, als er 2006 bei der WM als Linksverteidiger gegen Costa Rica am Flügel entlang zog, das Ding von 20 Metern so gegen den Pfosten setzte und ins Tor. Alter, was
ein Spieler, dieser Kerl. Aber Philipp Lahm, der konnte nicht nur Außenverteidiger spielen, der konnte auch zentral-defensiver Mittelfeldspieler spielen. Und die Position gönnen wir uns jetzt. Come on, Glücksack, gib uns irgendetwas Gutes. Future Star? Nee, das sieht nach YouTube aus. Und das heißt, Freunde, ihr dürft jetzt meinen nächsten Spieler bestimmen. Denn ich habe gerade auf YouTube einen Community-Post hochgeladen, bei dem ihr gefragt werdet, mir einen zentral-defensiven Mittelfeldspieler zu nennen. Und wir warten jetzt ein paar Minuten und kommen dann wieder zurück. Und vom defensiven Zentrum hätte ich gesagt, wandern wir jetzt ins zentrale Mittelfeld. So, das Glücksrad ist wieder auf der Reise. Einfach mal dabei sein, einfach mal frei sein. Und das wird der 50k-Pack. Nein, es wird der Draft-Pick. Das ist sehr, sehr nice. Denn wir gönnen uns jetzt aus dem Draft-Simulator einen Pick fürs zentrale Mittelfeld. Junge, ist das geisteskrank. Schau, Felix 96, Xavi 90, Zidane 97, Fred, okay, und Tolisso. Bruder, wen nehme ich denn da jetzt? Oh, Freunde, und das ist richtig schwer zu sagen, denn diese Schau-Felix-Shapeshifter-Karte, guckt euch die mal an von den Stats, die ist schon richtig geil. Aber ich finde halt auch, wenn man die Chance auf Sisu, auf Zinedine Zidane hat, dann muss man sie nutzen. 980.000 Münzen. Let's go. Zack, Zinedine, rein da ins Zentrum. Und oh mein Gott, mir fällt gerade auf, ich muss ja nachher Spieler discarden, wenn sie ein schlechtes Rating haben. Oh mein Gott, Jungs, ihr müsst nachher alle Vollgas geben. Tschüss. Vollgas ist jetzt auch das richtige Stichwort, denn wir gehen zum linken Flügel und dort brauchen wir ordentlich Tempo. Und hoffentlich ist das Glücksrad auch am linken Flügel zu uns gnädig und das wird der 5-Sterne-Skill. Nee, es wird eine unbenutzte Karte, also eine Karte, mit der ich noch kein Spiel in Ultimate Team dieses Jahr gezockt habe. Und Amigos, ich mag diese 91er Team of the Season Lyrisanee-Karte zwar sehr, aber Fabio Borini, 92er Rating, den habe ich gezogen, habe ich aber noch nie gespielt, aber er hat einen schönen Namen und wandert daher ins Team. Ja, okay, der hat ja jetzt noch keine Chemie, hoffentlich kann er auch, ja gut, er kann auch im linken Mittelfeld spielen. Und vom linken Mittelfeld wandern wir jetzt rüber zum rechten Mittelfeld. Bam, 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 und auch dort drehen wir das Glücksrad und hoffen auf was Gutes. Eine Hero oder eine Quizfrage, irgendwas lustig. Nee. Ah, es wird ein Bronze-Pack. Ihr wollt mich doch sowas von hops nehmen, EA. Ja, beziehungsweise jetzt noch nicht mal EA, sondern erstmal nur das Glücksrad. Aber ich spür's doch, EA wird mich jetzt auch hops nehmen. Bitte einfach jemanden fürs rechte Mittelfeld. Deutschland, linkes Mittelfeld, Freiburg. Junge, Guttau. Das ist gar nicht mal so übel. Und vielleicht kann der auch im rechten Mittelfeld spielen. Link Außenverteidiger, Zentraloffensiv. Ja, leider nicht. Aber wurscht, Julian Guttau muss es jetzt neben Zinedine Zidane regeln und die Assists für Manuel Neuer spielen. Ja, das wird fantastisch. So, Freunde, der Post ist jetzt 7 Minuten online und es sind schon 15 Kommentare oder so drunter und wir gucken da jetzt einfach und gucken, was uns am meisten anspricht. Quintilla, Christian Witzig, ne, den will ich nicht, das ist ein Bronze-Spiel, aber hier finde ich schon ganz gut. Ja, der Van Dijk Shapeshifter, der wäre richtig geil. Ja, die meisten Likes hat hier Joshua Kimmich, einer der besten für den Job, in my opinion. Der könntest du nicht unrecht haben. Aber wisst ihr was? Volles Risiko. Der beste Spieler in meinem Verein. 98er Shapeshifter Van Dijk. Und der wandert da in die zentral-defensive Mittelfeldposition. Huh, man. Aber jetzt darf der Kollege dann wirklich kein schlechtes Spiel machen. Denn der kostet über 5 Millionen Münzen. Und wenn ich ihn discarden müsste, muss ich ihn mir natürlich vorher noch kaufen. Aber denken wir noch gar nicht dran und gehen zu unserer letzten Position, dem zweiten Stürmer. Come on, ein letztes Mal das Glücksrad drehen. Bitte. Und es wird der FIFA-Spielautomat. Okay, da könnten wir jetzt nochmal richtig Glück haben. Und wir drehen zum ersten Mal den Spielautomat. Ich habe hier 3 Versuche und wir müssen jetzt einen Stürmer bekommen. Zentral-defensiv zum Anfang. Das ist ja gar nichts. World Cup-Star, ja keine Ahnung. 60 plus, wer wird es denn? Liverpool, es wird Fabinho, a.k.a. Fabiano. Cooler Name für einen FIFA-Kanal. Gut, aber als Stürmer eignet sich der nicht. Komm, wir brauchen was Besseres. Linksverteidiger. Premium Shapeshifter. Oh, wird es jetzt wieder Klostermann? Es wird Toko Ekambi. Der könnte vielleicht ja sogar schießen. Aber einen dritten und letzten Versuch haben wir noch. Komm, bitte, alles Glück der Welt. Drück. Jetzt, bitte. Torwart. Ja, leck mich doch. Ja, und es wird ein 82er José Sá. Also wir könnten jetzt mit Neuer und José Sá mit 2 Torhütern im Sturm spielen, aber das lassen wir mal lieber. Und ich habe mich jetzt für den zweiten Shapeshifter entschieden. Tokio Bambi geht neben Manuel Neuer in den Sturm. Das Team muss es jetzt also in einem alles entscheidenden Spiel regeln. Und wie gesagt, jeder Spieler mit einem Rating von unter 6,5 wird discarded. Ja, und auch interessant, das ist das gegnerische Team und die haben einfach Neuer im Tor. Oh, Neuer, das ist die erste Chance. Neuer, mach ihn rein, Junge! Scheitert an sich selber, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, weg mit der Pille! Wie macht mein Gegner den nicht rein? Oh mein Gott. Toko Ekambi auf Neuer. Mach ihn, Junge, mach ihn. Das gibt's nicht. Schon wieder gescheitert an Neuer. Tja, mit dem Abschluss, da hätte der Neuer wohl besser Torwart werden sollen. Aber apropos Torwart, das hier ist der Hyper-Smile. Mein erster eigener Torwart-Handschuh. Die Dinger sehen nicht nur crazy aus, sondern haben auch noch crazy Grip. Und vom ersten Drop sind jetzt noch knapp 20 von 100 Paar verfügbar. Also vermutlich, wenn du dieses Video siehst, könnten die Dinger auch schon ausverkauft sein. Dann trag dich auf der Website gerne in den Newsletter ein und du wirst benachrichtigt, wenn der zweite Drop kommt. Oh, Donovan ist ganz frei durch, aber unser Keeper kommt nicht. Junge, was ist das für ein Safe? Was für ein Safe von Molina, Freunde? Oh mein Gott. Wir
bewertet ihr diesen Safe auf einer Skala von 1 bis 10? Schreibt deinen Score jetzt gerne unten in die Kommentare. Guter Räuber außen, das ist der Bronzemann. Der Bronzemann spielt in die Mitte und zieht an, schließt ab. 1-0, Freunde. Oh, weg, 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 weg. Und das ist auch schon der Ausgleich. Oh, Zinedine Zidane wieder frei durch. Zinedine Zidane, Elfer, Elfer, Schiri, Elfer, yes, yes. Und das ist natürlich eine Sache für Manuel Neuer. Oben rechts, passt unter das Dach und das ist wieder die Führung. Neuer auf Tokoi Kambi, Powershotty, Powershotty, 3-1, komm, bitte mach einen Rage Quit, Freundchen. Okay, mein Gegner tut mir den Gefallen noch nicht, aber jetzt kommt Neuer raus gegen Neuer. Bleib ruhig, Manu, spiel ihn. Sowas von verkackt. Oh, aufpassen, aufpassen, das ist, warum wir lassen den Gegner wieder in die Partie kommen, so nicht. Aber Neuer ist wieder frei durch. Neuer, Ruhe bewahren, Ruhe bewahren, Ruhe bewahren, Ruhe bewahren, Ruhe bewahren, bewahrt die Ruhe. Yes. Und nicht jetzt wieder den Gegner in die Partie kommen lassen. Herrera ist da mit der Parade. Borini, Borini in die Mitte zu Tokoi Kambi machen. Der ist grottenschlecht. Oh, weg, 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 weg. Oh, was macht Alter Jemi da? Gut, easy. Oh, oh, nicht den Gegner nochmal in die Spielpartie kommen lassen. Jetzt macht er ein Trivela-Tor. Oh, es ist wieder alles offen. Borini über außen, gute Flanke auf Van Dijk. Ja, da steht nicht mehr gut da. Oh, nee, nee, nee. Heiß noch heiß, Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk. Oh. Neuer hat den Weltklasse. Molina auf Philipp Lahm, mach's wie gegen Costa Rica. Nee, aber sieht an, sieht an. Wie kann er, das gibt's nicht. Oh, heilige Makrele, wir verdatteln hier wirklich Chancen im Minutentakt. So kann's nicht weitergehen. Oh, ich glaube, mein Gegner hat den Controller weggelegt und dann Neuer. Mach ihn doch rein, Neuer. Borini, mach es selber auf Sidanski, Sidanski, bitte irgendwie rein. Das gibt's doch nicht. Molina jetzt über außen, Flanke reinbringen in die Mitte. Oh, der macht eine Luftmasche, oje, oje. Molina hat sich den gut erarbeitet. Kommt zurück zu Molina, Molina rein, 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 Junge. Flanken, Flanken, bitte. Oh Gott, ich krieg so Panik, das gibt's doch einfach nicht. Lahm auf Zidane, der zurück jetzt zu Neuer. Neuer, Neuer, mach es selber, Junge, mach es selber. Er macht es, Neuer, come on, Hattrick. Und jetzt Borini, mach den Deckel drauf, Junge, mach den Deckel drauf, mach den Deckel drauf. Oh, das ist kacke. Jetzt aber nochmal Borini, Borini. Guter Abschluss wenigstens. Was ist jetzt los, Freunde? Mein Gegner hat noch einen Rage Quit gemacht. Und dank dem Rage Quit muss ich keinen Spieler discarden, aber es war auch jeder über dem 6,5er Rating, außer Herrera, der hatte eine 6,0, aber come on, der wäre sowieso nichts wert gewesen. Der Stürmer Manuel Neuer ist geisteskrank, wurde auch Man of the Match. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wird dir sicher auch das hier gefallen. Also hier klicken und jetzt gleich weiter gucken.